Hallo, hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Ape-Harry. Ich habe wieder was an meiner Ape gemacht und das wollte ich euch zeigen. Schauen wir mal, ich nehme euch mal schnell mit. Und zwar habe ich euch ja erzählt, es gibt den neuen langen Frontbügel. Den habe ich hingebaut. Jetzt wird es schon fast ein bisschen dunkel. Dann habe ich natürlich jetzt andere Räder aufgemacht vorne. Oh, ein Heidenauer K58, weil hinten auch was anders drum ist. Und zwar der Breitfelgenkit, wie ich euch gesagt habe. Und das ist voll geil, das ist voll geil. Schau mal, wie das raussteht. Da kann ich euch gleich mal was dazu sagen, was ich gemacht habe. Und zwar, wenn du den Breitfelgenkit drauf machst, dann kommst du so weit raus, dass du das da komplett wegbohren musst. Und dann kannst du die inneren Schrauben, also die inneren Löcher für außen hernehmen. Da habe ich dann verschraubt, nicht vernietet. Und dann ist das Ganze so stabil, da passiert nichts. Und dann deckt es wieder sauber ab. Jetzt muss ich natürlich nur das Ganze tiefer legen, dass ich mit den Rädern ein bisschen gerade komme, dass das auch ein bisschen besser aussieht. Die tue ich aber gleich von der Bühne runter. Das ist schon der Hammer. Jetzt muss ich das Ganze natürlich nur tiefer legen. Das wäre aber, mir ist es jetzt zu kalt, ganz ehrlich gesagt. Mir ist es echt zu kalt. Der Bügel ist voll geil. Der Bügel ist voll geil. Jetzt tun wir sie aber runter, dann könnt ihr euch das anschauen. Gell? Ich schaue zwar einfach zu, wenn ich das Ganze runter tue, ich mache euch da wieder fest. Jetzt warte mal, ich gehe noch ein bisschen weiter hinter. Machen wir so. Genie-Bell da. Weißt du, wir haben ja zwei Hunde. Wir haben zwei Hunde. Jetzt mache ich mein Sicherungsteil weg. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das machen wir weg. Auch. Und dann bin ich gespannt, ob sie auch anspringt, gell? Weil die steht ja schon wieder eine Zeit lang, ich komme ja zu nichts. Außer zum Schöner machen. Aber ich dachte, das muss ich euch einfach zeigen. Das ist da eine super Hebebühne. Moment, ich muss ja mal das umdrehen, dass ich sehe, was ich sehe, was ich mache. So machen wir das. Ja, jetzt sehe ich was ich sehe, was ich mache. Fahren wir noch ein bisschen runter. So. Die Sicherungen raus, dass er wieder rollt. Dann muss ich das noch sauber machen, die ganze Späne wegmachen. Schauen wir mal, dass er anspringt. King. Da wo man nicht fahrt. Schauen wir uns das Ganze nochmal an, wie das auf der Straße aussieht. Ich nehme mal wieder mit. So schaut das Ganze aus, obwohl das jetzt von der Schräglage gar nicht mehr so schlecht ist mehr. Also es ist schon. Das ist schon mega breit. Das ist doch mega breit. Mega. Das ist doch voll geil. Und die schauen richtig geil aus. Die schauen richtig geil aus. Ich habe jetzt was Gröberes drauf gemacht, das habe ich euch ja gesagt. Weil ich die Sommer- wie Winterdrob lasse und dann brauche ich grobe Reifen. Das ist praktisch der Mudracer. Und wie gesagt, der Bügel ist ganz normal festgeschraubt wie der andere. Hier drin, zweimal links, rechts. Und dann müsst ihr aber hier drin, das zeige ich euch schnell,
Hier müsst ihr ein Loch bohren. Da ist es noch nicht verschraubt. Drüben habe ich schon verschraubt. Da muss man ein Loch bohren, sodass man den da hinten praktisch festmacht. Und der geht halt echt ganz rum. Gell? Der geht ganz rum. Ich mache euch unten in der Videobeschreibung mache ich euch die Links rein, wo ich den geholt habe. Das wissen die meisten werden es wissen, wo ich den geholt habe. Aber da schaut doch die Ape, die schaut doch viel besser aus. Viel, viel besser. Voll geil. Da schau mal das an. Das ist ja fast wild. Also es ist ja ein Pickup. Aber das ist doch voll geil. Voll der Hammer. So. Also wie gesagt, ich mache euch in der Videobeschreibung unten, schreibe ich euch rein, die Links vom Bügel und von den Felgen. Dann könnt ihr euch das anschauen. Und es gibt ja momentan einen Aktionsrabatt von Italobi. Den habe ich euch extra, ich sage euch das schnell, den habe ich euch extra besorgt, weil das ein paar von euch wollten. Moment, ich sag's euch gleich. Also, so, der Gutscheincode APHARI2022 ist nun aktiv. Hinweistext ausgenommen von diesen Rabatt sind Bücher, Zeitschriften und Gutscheine. Gilt nur für Endverbraucher. Der Rabattcode, meine ich natürlich, gilt nur für Endverbraucher und kann nur einmal je Kunde bis zum 31.12.2022 eingelöst werden. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Alle Angebote frei bleiben. Alle Boote. Und die Gewähr, Irrtum, Änderungen zwischen Verkauf vorbehalten. Also wie gesagt, den Gutscheincode und das Ganze schreibe ich auch unten in der Videobeschreibung mit rein. Dann würde ich sagen, aber lasst eine gescheite Besteuerung zusammenkommen, dann kriegt ihr 5%, dass es rentiert. Also nicht nur einfach eine Vergaserdüse bestellen oder so, sondern auch eine gescheite Besteuerung machen, sodass es sich für euch rentiert, wenn ihr schon mal 5% über mich kriegt. Das ist doch cool. Ansonsten würde ich sagen, war ein relativ kurzes Video, aber ich wollte euch unbedingt zeigen, wie geil das aussieht. Ich bin so happy, wie geil das aussieht. Die wird immer schöner. Die wird immer schöner. Schauen Sie mal die an. Wird immer schöner. Und auch der gute Klang, gell? Einwandfrei. Einwandfrei. Nee, die wird echt immer schöner. Also der Bügel ist voll geil. Ich krieg mich gar nicht mehr. Gell? Ich würde sagen, das war's von mir für euch. Ich sage danke fürs Zusehen und ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal, denn ich habe eine Wette laufen bis Ende Dezember, 1000 Abonnenten. Wenn ich das nicht schaffe, ja, dann verliere ich halt ein bisschen Geld, weil ich ja gewettet habe, aber ihr helft mir bestimmt, das wäre super cool. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Wenn ihr Abonnenten seid, dann ist ja das sowieso ganz easy und bleibt so gesund. Freut seine Ape, wie ihr das macht, bleibt wie ihr seid. Macht eure Ape schöner und schickt mir doch mal Bilder von eurer Ape. Das wäre doch mal cool. Ich schreibe unten meine Handynummer rein und dann schickt mir mal Bilder. Und vielleicht machen wir dann nochmal so eine Veröffentlichung. Ihr müsst mir aber dazu schreiben, ob ich sie veröffentlichen darf, die Bilder. Dann könnten wir da vielleicht mal was machen. Ja, so wie letztes Mal, wo ich ein Video gemacht habe. Wäre mal ganz cool. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Ape Harry. Servus, macht es gut. Bye, bye und ciao, servus.